Marco Polo wird 1254 in Venedig als Sohn einer wohlhabenden Familie von reisenden Kaufleuten geboren. Zu dieser Zeit kontrolliert die Republik Venedig die wichtigsten Seehandelsrouten im Mittelmeerraum und importiert unter anderem asiatische Produkte. Asien ist in Europa noch weitgehend unbekannt, obwohl einige Jahre zuvor das Mongolenreich bei seinen Eroberungszügen ganz Europa erschüttert hatte, indem es sich rasch über den Kontinent bewegte. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt und nur eine Handvoll Europäer hat sich im Rahmen diplomatischer und religiöser Missionen bis nach Karakorum, der Hauptstadt des Mongolenreichs, vorgewagt. Als Marco Polo geboren wird, weiß sein Vater Nicolo wahrscheinlich nicht, dass er einen Sohn hat und bleibt mit seinem Bruder Maffeo in Konstantinopel, um Geschäfte zu machen. Als Marco Polo 5 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter. Zur gleichen Zeit verlassen Nicolo und Maffeo angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den Lateinern und den Griechen Konstantinopel und machen sich auf den Weg, um in Asien Geschäfte zu machen. Sie dringen in die Goldene Horde ein und erreichen die Hauptstadt Sarayberke, wo sie Juwelen an den Hof des Khans verkaufen. Dann setzen sie ihre Reise fort und erreichen Bukhara, wo sie mehrere Jahre lang bleiben. Der große Kublai Khan, der Enkel von Genghis Khan, erfährt von den beiden Venezianern und möchte sie treffen. Sie werden von ihm eskortiert. Kublai Khan vertraut ihnen einen für den Papst bestimmten Brief an, in dem er den Pontifex auffordert, christliche Gelehrte zu ihm zu schicken. Die Gebrüder Polo brechen daraufhin nach Europa auf, mit Hilfe einer Peitsa, das heißt einer goldenen Tafel, die es ihnen ermöglicht, sicher durch das mongolische Reich zu reisen und kostenlos Unterkunft und Verpflegung zu erhalten. Nach 3-jähriger Reise kommen sie in Venedig an und Nicolo entdeckt seinen Sohn Marco Polo, der inzwischen 15 Jahre alt ist. Doch im Jahr zuvor ist Papst Clemens IV. Gestorben und die Kardinäle finden nur langsam einen Nachfolger. Nach 2 Jahren des Wartens, in denen sich die Wahl des Papstes hinzieht, geben die Polos ihre Mission auf und brechen erneut auf, um den Großkhan nicht warten zu lassen. Diesmal werden sie von Marco Polo begleitet. Sie erreichen Akkon, von wo aus sie nach Ayas im armenischen Königreich Zilizien aufbrechen, das mit dem Mongolenreich verbündet ist. Zur gleichen Zeit einigen sich einige Kardinäle im italienischen Viterbo auf die Wahl eines neuen Papstes. Es ist Teobaldo Visconti, der in Akkon lebt und die Polos getroffen hat. Als Visconti von seiner Krönung erfährt, schickt er dringend einen Boten nach Ayas, um die beiden zu treffen. Nach ihrer Rückkehr übergibt der neue Papst, der sich Gregor X. Nennen wird, ihnen Briefe, die für den Großkhan bestimmt sind, und 2 Dominikanermönche schließen sich der Expedition an. Die 5 Männer brechen erneut nach Ayas auf, doch Kilikien wird von den Mamelucken bedroht, da die beiden Mächte im Handel zwischen Asien und Europa miteinander konkurrieren. Die beiden Mönche fühlen sich unsicher und beschließen, umzukehren. Die 3 Polos setzen ihre Reise allein fort und erreichen das Ilkhanat. Sie kommen an Tebris, der Hauptstadt, vorbei. Marco Polo ist erstaunt über die Märkte der Stadt und die vielen bunten Teppiche. Anschließend setzen sie ihre Reise nach Süden durch trockene Gebiete fort und erreichen Hormuz, dessen Hafen ein Ausgangspunkt für die Reise nach Indien und in den fernen Osten ist, woher Gewürze und Edelsteine stammen. Die Polos wollen auf dem Seeweg abreisen, aber die arabischen Schiffe, die ihnen zu instabil erscheinen, um Stürmen zu trotzen, sind ihnen nicht geheuer. Sie beschließen daher, zu Fuß weiterzugehen und die Landwege der Seidenstraße zu benutzen. Sie erreichen die von gewaltigen Bergen umgebenen Hochebenen des Pamir, wo sie eine Mufflonart entdecken, die heute Marco Polo-Schafe genannt wird. In Kashgar angekommen, ziehen sie in einem kurzen Korridor zwischen der Taklamakan-Wüste und dem tibetischen Hochplateau nach Süden weiter. Dann erreichen sie die erste chinesische Stadt, Ganzhou, die heute Chongye heißt. Dort entdecken sie den Buddhismus, der ihnen völlig unbekannt ist. In einem Tempel in der Stadt befindet sich der größte liegende Buddha Chinas. Dort bleiben sie eine Weile, bis eine Eskorte kommt, um sie abzuholen. Seit dem Aufenthalt der Brüder Polo in Karakorum 8 Jahre zuvor hat sich die Lage verändert. Die Mongolen befinden sich im Krieg mit der Song-Dynastie, die sie gerade erobern. Des Weiteren hat Kublai Khan die Yuan-Dynastie gegründet und seine Hauptstadt nach Khanbalik, der Stadt des Khans, verlegt, die heute als Peking bekannt ist. 300 Kilometer weiter nördlich liegt Xanadu, die Sommerhauptstadt. Im Jahr 1274 kommt die Familie Polo dort an und wohnt in einem prächtigen Marmorpalast. Marco Polo scheint einen guten Eindruck auf den Großkhan gemacht zu haben, der beschließt, ihn in seinen diplomatischen Dienst aufzunehmen. Es ist nicht bekannt, was seine Aufgabe ist, aber wir wissen, dass er bis in die entlegensten Winkel Chinas reisen wird. In der Hauptstadt entdeckt er Geldscheine, die aus Maulbeerbaumrinde hergestellt sind.
Einmal getrocknet, geschwärzt und mit dem kaiserlichen Siegel versehen, werden sie gegen Gold und Edelsteine getauscht. Dies ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ein Europäer Banknoten entdeckt. Auf einer oder mehreren Reisen erkundet er den Südwesten. Er ist schnell beeindruckt von dem hochentwickelten Straßennetz. Entlang der Straßen werden Bäume gepflanzt, um sie weithin sichtbar zu machen, damit die Menschen sich im Winter nicht verirren und im Sommer von der Sonne geschützt sind. Alle 25 bis 30 Meilen stellt ein kaiserliches Posthaus den Kaufleuten und Boten des Großkhans Unterkunft und Pferde zur Verfügung, sodass Informationen sehr schnell im ganzen Reich zirkulieren können. Nachdem er Sichuan und das Yunnan-Gebirge überquert hat, erreicht er den Mekong-Fluss, der die Grenze zum Königreich Pagan bildet. Es wird von den Mongolen besiegt, die ab 1287 die Hauptstadt Pagan besetzen. Es ist daher möglich, dass Marco Polo dorthin reiste und die Tausenden von Tempeln und Pagoden sah, die mit Gold bedeckt waren. Marco Polo erkundete auch den Südosten. Hier, nach der Überquerung des Gelben Flusses, ist die Landschaft flach mit riesigen Wasserflächen, die einen großen Reisanbau ermöglichen. Er kommt in Yangzhou an, wo er, wie er sagt, den Gouverneur für 3 Jahre abgelöst hat. Weiter südlich entdeckt er Suzhou, eine Stadt mit vielen Kanälen, die als Stadt der Seide bekannt ist. Schließlich kommt er in Qinshai an, der alten Hauptstadt der Song-Dynastie. Die Stadt ist riesig und sehr modern mit gepflasterten Straßen, die in Europa noch sehr selten sind, und zahlreichen Steinhäusern im Zentrum. Marco Polo hält sich dort 3 Jahre lang auf und spielt wahrscheinlich eine wichtige administrative Rolle. Auf jeden Fall hat er Zugang zu geheimen Informationen, wie zum Beispiel über die Höhe der vom Großkhan erhobenen Steuern, insbesondere aus dem Salzhandel. Schließlich erreicht er Kenshou, das er Zaitun nennt und das ein großer internationaler Handelshafen ist. Nach 16 Jahren in China wollen die drei Polos nach Venedig zurückkehren. Zur gleichen Zeit bittet eine vom Ilkhan gesandte Botschaft Kublai Khan um eine neue Frau als Ersatz für seine verstorbene Königin. Dieser akzeptiert und schickt eine Prinzessin in Begleitung einer 600-köpfigen Gesandtschaft. Die Polos nutzen dies aus und schließen sich der Expedition an, die Zaitun mit 14 Schiffen verlässt. Auf Sumatra legen sie einen 5-monatigen Zwischenstopp ein, um das Ende des Monsuns abzuwarten. Marco Polo sieht dort Elefanten und Sumatra-Nashörner, die er Einhörner nennt. Schließlich bricht die Botschaft auf und erreicht Ceylon, das reich an Edelsteinen und Perlen ist. Nachdem sie die Westküste Indiens entlang gesegelt sind, erreichen sie Hormuz und kehren dann nach Tebris zurück, um die Prinzessin zu übergeben. Nach Erfüllung ihrer Mission brechen die Polos erneut in Richtung Westen auf, bis nach Trebizond, wo sie überfallen werden und ein großer Teil ihres Reichtums gestohlen wird. Schließlich stechen sie in See und erreichen 24 Jahre nach ihrer Abreise Venedig. Ihre Familie, die sie für tot hielt, hat Mühe, sie wiederzuerkennen. Einige Jahre später bricht ein Konflikt zwischen Venedig und seinem großen Rivalen Genua aus. Während einer Schlacht wird Marco Polo gefangen genommen. Er wird zusammen mit einem gewissen Rusticello da Pisa, einem Schriftsteller und Dichter, eingekerkert. Marco Polo diktiert ihm im Detail, was er in Asien beobachtet hat, und Rusticello macht sich Notizen und schreibt ein Buch mit dem Titel »Die Reisen des Marco Polo«. Nach dem Frieden zwischen Genua und Venedig wird Marco Polo freigelassen und sein Buch wird schnell ein großer Erfolg. Es wird dutzende Male von Hand übersetzt und kopiert, was wahrscheinlich zu einigen Fehlern oder Änderungen führt. Europa entdeckt Asien und ist nun von den Reichtümern dieses Kontinents begeistert. Marco Polo heiratet Donata, mit der er 3 Töchter hat und stirbt 1324 im Alter von 69 Jahren. Mehr als 2 Jahrhunderte später wird sein Buch immer noch viele Entdecker inspirieren, wie zum Beispiel Christoph Kolumbus, der auf seine Reisen durch Amerika, in dem Glauben in Asien zu sein, lange danach strebte, den Großkhan zu treffen. In jüngerer Zeit wird Marco Polos Reise von einigen in Frage gestellt, vor allem weil Elemente fehlen, die heute unverzichtbar erscheinen, wie die chinesische Mauer, Tee oder die chinesische Kalligraphie. Andererseits beschreibt Marco Polo manchmal sehr präzise bestimmte Details, die er nicht erfunden haben kann und die zu beweisen scheinen, dass er sie mit eigenen Augen gesehen hat. Außerdem wurde Marco Polo in chinesischen Archiven nicht gefunden, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er unter einem anderen Namen bekannt war. Schließlich beschreiben einige Passagen Legenden oder Regionen, die er angesichts seiner Reiseroute nicht gesehen haben kann, von denen er aber vielleicht gehört hat, wie etwa die Ölquellen im Kaukasus oder Japan, das er Zipango nannte.